Bist du bereit? Was sollen wir tun? Wir rennen um unser Leben. Die Hälfte haben wir geschafft. Erst auf halber Strecke? Mein Name ist Chicky Donahue und ich sollte eigentlich nicht in Vietnam sein. Hey, schwing deinen faulen Arsch hier raus, du Penner. Los, du verschläfst noch dein ganzes Leben. Hey, du blamierst unsere Truppen und du blamierst unsere Familie. Wissen diese Protest-Heinis denn nicht, dass unsere Soldaten sie im Fernsehen sehen? Ich würde gerne nach Vietnam rübergehen und jedem unserer Jungs aus der Nachbarschaft ein Bier bringen. Ich kann das tun. Was tun? Ihnen Bier bringen. Das ist nicht sein Ernst. Der Junge ist hammerdicht. Der Mann ist stocknüchtern. Das ist vielleicht sein fünftes Bier. Vielleicht tut er es. Ich fahre nach Vietnam und ich bringe ihn Bier! Ja! Hey, Chief. Gibt's ein Schiff, das nach Vietnam ausläuft? Um 17:00, Junge. Heute Nacht? Das wird sicher nicht leicht. Ich werde Ihnen zeigen, dass die ganze Nation hinter Ihnen steht. Du wirst da drüben getötet werden, Chicky. Wie du schon gesagt hast, jeder tut was. Nur ich tue nichts. Das Schmuggeln von Bier in Kriegsgebiet ist nicht das Klügste, was ich hier gehört habe. Das Schlimmste ist es aber auch nicht. Du startest da oben mit Collins. Ich bin rübergekommen, um euch eine trinkbare Dankeskarte zu bringen. Und wenn du dann immer noch am Leben bist? Du Amerikaner, New York. Vielen Dank. Kommst du noch bei Dugan vorbei? Tada! Chicky? Ich hab dir Bier gebracht. Du solltest nicht hier sein. Denkst du, das ist lustig? Ich mach das nicht zum Spaß. Ich tu das für euch alle hier, Jungs. Komm, Zeit zu gehen. Es ist vorbei? Ja, du bist tot. Chicky, das ist hier kein John Wayne-Film, bei dem jeder weiß, wer hier gut und wer böse ist. Ich bin nicht hierher gekommen, um aufzugeben. Ich muss vor Ort sein, um zu zeigen, was vorgeht. Ich möchte, dass man die Wahrheit, was sie erfährt. Das sind Kinder. Sie werden rausfinden, dass es viel härter ist, aus einem Krieg rauszukommen, als in einen rein. Ich will Ihnen zeigen, dass die Menschen zu Hause immer noch hinter Ihnen stehen. Du hast ein gutes Herz, Chicky. Aber um dein Hirn mache ich mir echte Sorgen. Wer ist dieser Flachwichser? Ja, das ist mein Nachbar. Er hat mir ein Bier gebracht. Hi.